Ja, also du hast das wohl schon gespielt, ne? Ja, ich habe das schon ein paar Mal in der Vergangenheit gespielt, aber erstmal herzlich willkommen an alle Zuschauer, sowohl bei mir als auch an den Kollegen, der gerade mit mir aufnimmt, den lieben Exo. Hallo. Ja, wir Grüße. spielen hier Hide and Seek, ein Spiel, das ich persönlich in der Vergangenheit schon ein paar Mal gespielt habe. Das ist so ein Jumpscare 1 gegen 1 Spiel. Da muss man so Kugeln zu einem Altar bringen bei diesem Spiel und für jedes davon kriegt man Punkte. Und der mit den meisten Punkten, der gewinnt am Ende. Oder wenn man den Gegenüber halt dreimal hintereinander einen Jumpscare verpasst hat. Den Jumpscare kannst du übrigens auch anpassen unter Extras. Das habe ich vorhin sogar schon mal gemacht. Da habe ich kurz reingeschaut. Da habe ich ja gesehen, das spielt in der Secret World Welt sozusagen. Also in dem Spiel. Da gibt es eine Highschool und in dieser Highschool spielt das. Das ist ein MMO. Das habe ich auch schon mal gespielt. So. Ich passe meinen Jumpscare beispielsweise auch gerade eben kurz nochmal an. Ja, ein wunderschöner Jumpscare. Speichere ich mal so ab. Und der Exo sieht den dann im Game, wenn ich den mal sehe. So eine kleine Erklärung: Man kann auch so Runen im Game finden. Damit kann man Fallen stellen. Die kann man kombinieren, um bessere Fallen zu kriegen. Und man kriegt auch dafür am Ende Punkte, wenn man dem anderen irgendwas angetan hat. Da gibt es so ein paar Achievements, die man bekommt. Ich glaube, so drei oder vier an der Stück. Die können auch nochmal das Game reißen. Ja, und wenn du sprintest, du bist normalerweise für den anderen Spieler unsichtbar, dann siehst du den währenddessen oder wenn er von der Falle getroffen wird. Ah, okay. Ja, das sind schon mal ein paar gute Infos. Den Rest, ja, finde ich ja dann im Ich Game kann das ja raus. beispielsweise gleich einmal testweise zeigen, dass man den anderen sieht, weil du hast ja schon erklärt, es ist so eine Schule und da gibt es halt so einen Hallway, da kann ich ja einmal kurz durchsprinten, dann siehst du das. So, der Schein gegen den Exorzismus, der mir hoffentlich keinen Exorzismus an mir vollzieht, sollte ich ihn zu heftig erschrecken. Und Insmus Punk. So, Das scheint Kippen. hier werden jetzt die Runen gezeigt, die man hat und die kann man halt miteinander kombinieren. Zum Beispiel die Runensicht, damit kannst du die Runen sehen. Und hier steht dann auch immer, welche Kugeln du sammeln musst. Übrigens, man kann sich hier nicht irgendwie an Videos von anderen orientieren, wo man die Kugeln findet. Die liegen jedes Mal woanders, genau wie die Runen. Ah, das ist schon mal gut zu wissen. So, die Tür Ja, musst du ich. selber aufziehen. Ich bin Ach jetzt zum ja. Beispiel im Hallway. Ich kann da ja mal einmal durchsprinten mit der Shift-Taste. Dann siehst du ja, dass ich hier sichtbar bin. Du hast so einen grünen Balken, das ist deine Sprintleiste. Und das in der Mitte ist halt, wenn das voll ist, dann kannst du jemanden einen Jumpscare geben. Ich guck mal, vielleicht sehe ich dich ja gerade. Oh, ich habe eine neue Anpassungsoption freigeschaltet. Normalerweise im Startraum ist immer auch eine deiner Kugeln mit drin. Du kannst auch fies sein und die Kugel vom anderen einfach irgendwo in die Ecke schmeißen, wo er sie niemals findet. Oh, ja, ne, das ist gemein. Das kommt dann in der späteren Runde. Ach, so nebenbei, darauf solltest du auch achten. Wenn du eine Kugel trägst und einen Jumpscare oder eine Falle abkriegst, dann lässt du die meistens fallen oder sie können sogar auch direkt verschwinden. Also die Kugeln. Dann soll ich das jetzt mal eben kurz im Hallway zeigen hier, dass man dann so sichtbar ist? Ah, du hast gerade meine Falle abbekommen. Okay, ich habe mich schon gewundert. So, ich sprint jetzt mal hier Okay. zum Beispiel durch den Hallway, dann siehst du ja, wie das aussieht, wenn man den anderen sieht. Moment, ich habe gerade etwas gesehen, aber ich Dann bin mir siehst nicht du sicher. so ein weißes Irrlicht, so ungefähr. Ach so, ja, gut, dann habe ich das gesehen, glaube ich, ja. Und das ist dann der andere Spieler, wenn er sprintet. Das ist auch der beste Moment, wo du jemanden einen Jumpscare verpassen kannst. Der reagiert auch so ganz leicht, wenn ein anderer in der Nähe ist, der Schädel da in der Mitte unten. So, jetzt habe ich genügend erklärt, jetzt heißt es erschrecken. Darf ich? Ich bin noch ganz zärtlich mit dem Jumpscare. Bin gespannt. Exo, wo bist du? Das ist übrigens wirklich die erste Aufnahme, die wir miteinander machen. Wir haben uns über das YouTube-Forum kennengelernt und guck mal, wie es mit uns läuft hier, ne? Ja, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen leise bin. Ich gucke mir wirklich hier alles gerade noch an und bin ziemlich tief drin, deswegen bin ich gerade auch ein. War ich auch bei meiner ersten Runde mit diesem Spiel. Ah, da liegen ja ein paar von deinen Kugeln. Warte mal, ich schmeiß die mal in den Müll. Was? Nein! Meine Kugel!
Ach, da sieht man die zu gut. Ich will die gerade unter den Schreibtisch irgendwie buxieren. Aber ich krieg das irgendwie nicht so ganz hin. Die Schränke, die du aufmachen kannst, die leuchten auch immer so ganz kurz ein bisschen weiß. Ja, das habe ich schon gesehen. Ich habe eben war eben gerade auf dem Gang und habe da ein bisschen was geöffnet. So, zeig dich mir doch. Oh, jetzt kann ich ihm zum Beispiel mal eben kurz den Jumpscare von mir zeigen, weil ich habe den Schwebblick. Damit siehst du den anderen Spieler. Oh no! Ah! Tür zu! Tür zu! Ah, ich hänge in der Tür fest! Oh nein! Hallo! Das kannst du mit 3 Runen zusammen machen, dann siehst du den anderen Spieler. Also so läuft das dann. Jetzt siehst du da oben links, da hat sich das jetzt so ein Drittel mit blau gefüllt. Wenn der ganz blau ist, dann habe ich gewonnen und du verloren. Ansonsten der Timer entscheidet. Okay. Wenn du jetzt mir aber einen Drumscare verpassen würdest, wenn ich jetzt zum Beispiel schon 2 Balken hätte, dann wäre das weg und dann wäre da wieder ein roter. Also du kannst dieses Windstreak da oben unterbrechen. Okay, aber ich die Runen, die ich aufsammeln kann, sind auch sehr limitiert. Also die Wörter sozusagen, die ich damit bilden kann. Ich sehe dich. Ich sehe dich, aber ich habe keinen Jumpscare. Okay. Man sieht es halt, wenn der andere die Kugel trägt. Ah ja, ja, das dachte ich mir schon. Gut, dann kann ich auch rennen. Ha. Er läuft doch nicht weg. Ups. Oh. Oh, was haben wir hier denn Schönes? Punkte. Oh, Feenfunken. Wenn du so Funken in der Luft siehst, ne, du wirst bemerkbar, wenn du da durchläufst. Das ist ein Zauber von mir. Ah, gut. gut, dass ich erstmal reingelaufen bin. Ach, ist ja nicht schlimm, wenn ich nicht in der Nähe bin, ne? Oh, und jetzt wirst du mich hassen. Ich empfehle immer, diese Runen aufzusammeln. Ja? Da müsste so ein komisches Vieh sein, das guckt die an. Hier hat einer seine Pizza nicht aufgegessen. Aus, böse! Was war? Ja? Nein! Nein! Ich will nicht, ich will nicht! Du hast mich in eine andere Dimension gesperrt. Man verliert durchgehend Punkte, wenn man in dieser Dimension ist. Oh, das ist ja gemein. Das war ja sehr gut, dass ich das gemacht habe. Ja, man findet auch schnell wieder hier raus. So, hier darfst auch einmal in die Dimension. Moment, ich hole mir erst noch Punkte. Es gibt 2 verschiedene Irrlichter, die ich dir bisher geschickt habe. Die können einen beide dahin schicken. Und du siehst es auch, wenn du deinen Gegenüber erwischst, dass dann steht da links so twickt. Ja, okay. Jetzt erstmal hier rausfinden. Ah, da hinten, da sehe ich, glaube ich, schon das Portal. Ja, okay, gut. Ich bin zurück. Nicht lange, ich habe irgendwas geschickt. Oh, das ist ja... Manche Objekte kannst du so einsetzen, manche nur auf Objekte wie Türen oder Schränke, manche kannst du auf dem Boden setzen. Also von den Runen. Ist, glaube ich, aber auch jetzt alles, was man von den Spielen wissen muss. Ansonsten ist jetzt nur Jumpscare Battle. Darf ich dir einen Jumpscare geben? Habe ich die Erlaubnis? Okay. Wenn du schaffst. Oh nein, da ist schon wieder diese Falle. Eieiei. Aber wo ist denn mein Altar? Ach, auch etwas, was du machen kannst. Rune nehmen und dich irgendwo ruhig in eine Ecke setzen. Der zeigt ja mit einem Pfeil, wo dein Altar ist. Das kannst du auch noch machen. Da war irgendwas. War das eine Falle? Das war eine Falle. Ach, da ist mein Altar. Ich bin genau dran vorbeigesprintet. Okay. Ah. Ich habe irgendwas aufgesammelt. Da waren 3 kleine blaue Bällchen in der Ecke. Habe ich gerade gefunden. Da liegen meine Bällchen, würdest du mir sagen, wo? Ich hole sie gerne ab. Nee, die nicht wie deine Bällchen, sondern so einfach so kleine Punkte. So, die sind auf mich zugeflogen.
Du bist neben ihm vorbeigelaufen. Und ich habe gerade die Kugel aufgehoben. Oh. Ja. Ja, die ist jetzt weg. Ach. Ich habe übrigens versucht, eine deiner Kugeln habe ich eben gefunden. Ich habe versucht, die zu verstecken. Es ging nicht. Der hat die immer nach hinten geworfen, als ich die weglegen wollte. Ich habe auch so ein paar Probleme gehabt, die unter den Tisch zu schmeißen. Ich hatte mich schon gefreut. Dann kann ich dir das ein bisschen heimzahlen. Deine Kugel auch mal verstecken. Dein Altar ist genau da, wo du gerade gestorben bist. Ah, da ist schon wieder so ein kleines Flämmchen. So ein kleines. Ja, das hat mir 100 Punkte gegeben. Ja, das wird gedroppt, wenn jemand gejumpscared wurde. Kann man so ein paar kleine Trostpunkte sammeln. Bexo, wo bist du? Ah! Das war eine Windfalle. Ja. Ich habe einen Schrank geöffnet und wurde durch den Raum geballert. Das hätte ich ja gern gesehen. Aber da kannst du dich schon auf was freuen. Davon gibt's noch ein paar. Pack doch kein schwarzes Loch über mich. Na gut, dann halt die nächste Mal unter dich. Bei den schwarzen Loch darf man nicht stehen bleiben, ist das Ding. Wenn du stehen bleibst, dann kriegt es dich. Oh, ein Schreckenskompendium. Hast du aber schon genommen. Ich habe sogar schon zwei gefunden. Oh nein, 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 nein. Das ist schon eher so eine komische Kugel. Ja, die schwere Kugel. Die habe ich gerade gespawnt. Och nö, ich bin schon wieder in Lila. Ich möchte nicht immer in dieser Dimension stecken. Das wäre sehr nett. Oh, Mist. Die Fallen wirken tatsächlich auch auf mich. Ja, du kannst auch in deine eigene Fallen tappen. Das ist ganz schlimm. Ja, das ist wirklich doof. Ich hatte gerade eine Kugel. Oh, noch eine Kugel zum Altar gekriegt. Ja. Oh, hi. Oh, du bist in der Kugel. Hat er an meinem Altar gewartet. Neben der Kugel, die da lag. Geworden, ich hab ihn zu Tode erschreckt. Wollen wir noch eine Runde? Na klar. Das sind halt diese extra Punkte, die ich meinte. Ja, wenn du dreimal gejumpscapt wurdest, hast du instant verloren. Ja, das habe ich schon gesehen, genau. Dein Pech war, du bist halt genau mich reingesprintet. Ja. Oh, das sind so viele. Wirklich eine ganze Menge. Da muss ich mir wirklich die Runden mal merken. Ich zeige auch gerade ein paar. Ja, ich kann das ja auch mal die, über manche zeigen. Also, das hier unten rechts bei mir ist ja zum Beispiel dieser Spähblick gewesen. Das kann man über drei Runen freischalten und dann sieht es halt sowohl die Kugeln als auch den gegnerischen Spieler. Und das ist halt richtig stark. Hm. Ja, genau, das hatte ich auch einmal kurz. Die nächste Kugel und der Gegner werden angezeigt. Genauso wie diese Rauschspur, die kannst du auf die Türen setzen, dann hat er so eine Rauschspur, die er so eine Zeit lang hinter sich herzieht. Da steht im Zauberbuch auch bei, worauf man die wirken kann. Fluch ist etwas, das kannst du universal wirken. Hier Boden kannst du nur auf den Boden setzen. Also, oder hier der Köderzauber, ich glaube, den hatten wir nicht, weil die Kombination jetzt dafür gefehlt hat. Dahin, wo du dann halt guckst. Da kommt dann so eine kleine Kugel hin. Und wenn die eine aufheben würde, dann würde die in die Luft fliegen. Also so gesehen eine Prankkugel. Okay. Für diese Runde nehme ich mir vor, dich mindestens einmal zu erschrecken. Die Windfalle hat mich gut erwischt. Ja, aber ich muss dir doch mal meinen Jumpscare zeigen. Die Runen sich und die Geisterflamme, die musst du mal zusammen machen. Das macht, glaube ich, diesen Köderzauber. Dass da so eine Köderkugel liegt. Ready, set, go. Okay. Irgendwo im ersten Raum ist immer eine der eigenen Kugeln. Oh, da ist eine von deine. Wo ist der Mülleimer? Und dann noch besser, ich setz die in irgendeinen Schrank rein. Ja, das muss ich auch noch rausbekommen, wie ich das... Hast du schon irgendwas gemacht? Ich wurde automatisch in deine Richtung... Ja, da ist die Kugel. Ich habe instant die Kombination dafür gefunden. Oh, da ist ja meine. Ja gut, dass ich noch keine Punkte habe, die ich verlieren kann.
Ja, mit jedem Treffer halt. Aber es ist minimal, was man verliert. Das ist nicht die. Ach. Ah, Ich würde richtig. gerne einmal so eine Prankkugel herstellen. Das wäre der Dream. Das würde ich dann auch gerne live sehen. So nutze ich dann in deinem Part. Oh, ne, diese Schreckenskompendiums, die sollte man immer mitnehmen, weil dann der Schrei da unten, also der Jumpscare, sich schneller auflädt. Ja, das hatte ich auch schon. Und das Schöne ist, wenn du den eingesammelt hast, kann ich den nicht mehr einsammeln. Okay, da ist das. Oh, Kacke. Und wo öffnet sich die Tür? Da! Da! Kacke! Ich hab verfehlt, bitte nicht, bitte nicht. Wir können drüber reden. Wir können drüber reden. Du willst Oh mich nicht nein! erschrecken. Ja, doch, doch. Eigentlich schon. Ich hab mich selbst gebaitet. Für den Jumpscare muss man übrigens sehr nah dran stehen. Du musst nicht unbedingt in die Ja. Richtung gucken, du musst nur dran, nah dran stehen. Der dreht sich automatisch in die Richtung. Und ich stand ewig weit weg, weil ich dachte, dieses Irrlicht, das muss doch irgendwie Hier hier hinten im ist ein Raum sein. Sammelobjekt, falls du das haben willst. Hier ist ein Radio. Ah, gut. Das hole ich mir gleich. In dem Raum. Du siehst mich ja eh. Ich stelle mich einfach mal direkt vor das Radio und hoffe aufs Beste. Ah, danke. Habe ich. Aufpassen. Öffnet sich die Tür? Ach, Kacke, der könnte ja vom Gang kommen. Du brauchst keinen Exorzismus an mir ausführen. Wir können darüber reden. Da kommt er. Ich sehe dich doch. Du hast die Tür zugemacht. Aber ich sehe dich nicht. Ja. Da hinten in der Ecke ist übrigens ein Sammelobjekt. Oh. Ja, jetzt hast du mich erwischt. Oh, du hast ja hier Kugeln für mich gefunden. Danke. Gleich zwei Stück. Ja, das fand ich nicht so schön. Da lagen alles außer meiner Kugeln drin. Oh, ich war die ganze Zeit in dem Raum und habe nur darauf gewartet, dass du irgendwie öffnest. Ja, ich hatte gehofft, dass ich diesen grünen Zauber die Durchdringung finde, damit ich aus dem Raum abhauen kann. Und ja, damit kann man ja durch alles durch. Da kannst du so einen Sprint durch die Wand machen. Viel Spaß mit meinem Irrlicht. Dafür sage ich dir nicht, wo du eine Kugel findest. Ich bin mal so nett und lege dir eine deiner Kugeln in den Gang. Aber ich habe noch eine deiner Kugeln. Ich habe deine Kugel mal in den Gang gelegt. Ich war mal so nett. Nein. Oh, ehrlich. Hat mich erwischt. Warum fliege ich? Ah, okay, es lässt mich wieder los. Gut. Gut, gut, was habe Wo ich ist die jetzt? nächste? Nee. Oh, nein! Nein! Geh Hab's weg! gedacht. Hau ab! Oh doch. Los, finde ihn. Ja, dies verfolgen, die würde mich so oder so. Nein, ich will nicht! Mann, ich bin schon wieder in Lila. Aber ich habe jetzt den Weg rausgefunden. Oh, das ist aber schade. So, wo Mal bist schauen, du was wir denn? dagegen tun können. Wo bist du denn? Ich sehe, wo du bist. Oh nein, ich. Ah. Das war jetzt nicht so schlau. Was? Warum brenne ich? Ich brenne. Ja, oh Gott. Ich habe eine Geisterflamme gegen die Tür geschossen. Okay, ich wusste doch, Trump ist ein Reptilienmensch da. So, den Irrlicht kannst du zurückhaben. Den schenke ich dir zurück. Okay, ich habe den Altarruf. Den nutze ich auch direkt, weil hier eine Kugel von mir liegt.
kann ich nämlich ich brenne schon wieder. Und Tarn ist ausgeglichen. Das habe ich gesehen. Ich ja, das macht nichts. Du musst trotzdem irgendwann mal da durch. Und dann hast du es vergessen. Nicht unbedingt. Wenn ich den grünen Zauber finde, kann ich einfach durch. Oh, da ist eine von deinen Kugeln. Da ist eine von meinen. Wo habe ich sie denn? Ah, da ist es. Ja. Ah, das ist eine von deinen Kugeln. Nee, die lege ich lieber hier hin. Das Lustige ist, jedes Mal, nachdem ich eine Kugel abgeliefert habe, finde ich direkt danach, direkt daneben, eine... Das ist deine Kugel. Eine andere von meinen. Ich war jetzt mal ganz nett. Ich habe in dem einen Klassenraum, wo denn diese Weltkarte ist, eine Fake-Kugel hingelegt und direkt daneben eine von deinen Kugeln. Jetzt musst du rausfinden, welche deine ist. Ich wünsche viel Spaß bei dem Ratespiel. Oh nein. Okay, ich schaue mir die mal ganz genau an. Welche ist die richtige? Das hier ist die richtige. Verdammt! Versuch was wert. Ich war übrigens noch im Raum. Ich hab nicht damit gerechnet. Ja, wenn man da plötzlich Trumps Gesicht im Gesicht hat, im eigenen, dann... Und dann habe ich mich gerade selbst angezündet. Das ist doch hundertprozentig eine Fake-Kugel. Ach so, wie ja, die da schon denn, liegt. Wie kann ich denn Fake-Kugeln hinlegen? Du brauchst einmal diesen Plus-Zauber und du musst, glaube ich, noch einmal diese Geisterflamme finden. Dann kannst du diese Fake-Kugeln herstellen. Ja, ich laufe lieber Ines in rein. Komm. Stimmt, das ist auch gar keine schlechte Idee. Dann spare ich wenigstens ein bisschen Zeit. Weil du hast gerade sogar mehr Punkte als ich. Aber ich muss dich nur noch einmal erschrecken. Oh, wieder ein Schreckenskompendium. Siehst du das eigentlich auch, wenn ich Kugeln aufhebe? Man sieht alles, was der andere macht. Oh, okay. Und bei den Feenfunken siehst du halt so Wellen, wenn da einer durchläuft. Ich habe nämlich wieder welche aufgestellt. Ich bin so fasziniert von diesen ganzen Runen. Das ist echt toll. Ich hab das gesehen, aber ich lass dich mal leben, ne? Ich mach doch gar nichts. Ich hab gesehen, wie du dann die ganze Kugel hingelegt hast. Das ist ein toller Zauber. Ach kacke, ich muss selber einen eben abliefern. Nein, das war eine Bombe! Ja, du hast einen Fall abbekommen. Ja, ich bin einfach mal komplett durch den Raum geflogen. Oh, wo bin ich jetzt? Hier. Schnell, ich stand sogar gerade auf. Ich muss noch eine von meinen Kugeln schnell abliefern. Oh ja, das ist ganz gut. Nein, nein, bitte nicht. Ich muss schnell eine meiner Kugeln finden. Ich kann mich gerade nicht auf den Jumpscare konzentrieren. Oh nein. Oh, eine Bombe erwischt. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh, das war jetzt knapp, ne? Ich bin taub. Eins. Und. Nein. Oh. Komm, Bonuspunkte rettet mich. Komm schon, Bonuspunkte. Ungeschickter Willi, das ist der, der die meisten Pfeile abbekommt. Ja. Nein. Bonuspunkte für Unfähigkeit. Ja, das war doch eine gute erste Runde fürs Miteinander-Spielen. Das war's. Macht unglaublich viel Spaß.
Ja, Leute. Also, ich denke mal, unsere Parts sind damit dann jetzt vorbei. Wenn euch gefallen hat, könnt ihr ja gegenseitig ein Abo dalassen, ein Like. Ich verlinke ihn bei mir im Channel, beziehungsweise im Video. Er vielleicht auch bei sich. Ich verlinke dich natürlich auch. Dann könnt ihr auch mal bei euch einen Link reinschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bis dann.